Hey Leute, willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. In der heutigen Folge werden wir das Reptilienhaus ein wenig weiterbauen. Da heute das neue DLC und das neue Update rauskommen werden, werde ich in der nächsten Folge nicht am Reptilienhaus weiterarbeiten. Ich werde erstmal eine kleine Pause hiervon machen und in das Tropenhaus gehen, da ich ja von Anfang an gesagt habe, im Tropenhaus werden die neuen DLC-Tiere unterkommen. Und um ehrlich zu sein, möchte ich bei diesem DLC mal ein bisschen mehr auf die Tiere eingehen. Ich meine, beim Aquatic DLC habe ich auch nicht alle Tiere gezeigt. Ich habe die Pinguine gezeigt im Pinguindom, den Glatzstirnkaiman, die Diamantschildkröte habe ich erst in der letzten Folge das erste Mal gezeigt, die Kegelrobbe, der Riesenotter, den Riesenotter bauen wir auf alle Fälle noch in diesem Zoo, Kegelrobbe bin ich mir noch nicht so sicher, die habe ich zum Beispiel noch gar nicht gezeigt und das soll mit diesem DLC mal ein wenig anders werden, denn ja, es sind halt eine ganze Menge neue Tiere. Ich habe hier bei den Aldabra-Riesenschildkröten, die ich jetzt integrieren werde. Das Gehege ist meiner Meinung nach ein bisschen groß, ich habe aber auch nur 3 Schildkröten drin, also ich glaube auch, dass ich noch ein paar mehr reinpacken werde. Das Gehege ist nicht ganz so geworden, wie ich es wollte, aber ich bin nicht unzufrieden damit. Dasselbe ist aber auch das Problem bei den Krokodilen, die ich ja auch noch integrieren werde. Ganz einfach, also für das Spiel ist das Gehege zu klein, aber in Real Life wäre das halt vollkommen ausreichend, meiner Meinung nach, weil leg einen Ball auf eine Wiese und der Ball bewegt sich durch den Wind mehr als das Krokodil am ganzen Tag. So, die sind halt sehr inaktiv und brauchen eigentlich auch nicht viel Bewegung. Deswegen, ja, ist es halt so relativ klein. Ich finde, es ist doch ganz gut geworden, auch wenn ich ein wenig Struggle hatte mit dem Wasser platzieren und ja, ihr werdet es sehen. Ich habe es im Video drin gelassen. Zudem, ich wurde gefragt, warum ich nicht so viel warum ich nicht das ganze Speedbild überrede. Ganz einfach, ich kann es nicht. Wenn ich zu lange rede, komme ich durcheinander. Ich weiß nicht mehr, worüber ich geredet habe und hoffe einfach, dass ich nicht irgendwie sinnlosen Bullshit laber, um es auf gut Deutsch zu sagen. zudem habe ich meistens auch nicht wirklich viele Themen, über die ich reden kann, so während des Speedbuilds. Und wenn man halt auch keine Themen hat, kann man halt auch nicht reden. Also, das war's eigentlich wieder mit dem, was ich sagen wollte. Ich hoffe, euch gefällt das Video. Wenn ja, lasst ein Like da. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, Abo und Glocke. In der nächsten Folge geht's dann weiter mit dem Tropendom und den neuen DLC-Tieren. Ich hoffe, ich sehe euch bis dahin wieder. Und ja, bis dahin. Ciao.
Thank you.
Thank you.
Thank you.